Hey Leute, wir schauen uns heute in dieser riesigen Halle an, wie eine CNC-Maschine gebaut wird. Wir sind heute in Herzebrock-Klarholz, bei dem Anlagen- und Maschinenhersteller schlechthin. Die HOMAG-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 6.600 Mitarbeiter und ist in jedem Kontinent und in mehr als 100 Ländern vertreten. Wir sind heute hier, weil wir uns hier anschauen, wie eine CNC für unseren Gebrauch hier produziert wird. Ganz wichtig ist, wenn wir uns das gleich anschauen, es sind immer noch Corona-Zeiten. Das heißt, wenn ich zu meinen Gesprächspartnern merkwürdige Abstände habe, dann ist das einfach nur zur Sicherheit, die wir natürlich einhalten wollen. Jetzt rein da! Wir schauen uns das heute mal an, wie die Sintatec P210, eine typische Maschine für das Handwerk, entsteht von Grund auf. Wir sind jetzt an unserer ersten Station angekommen. Hier werden die Bohraggregate produziert. Und Olga, meine Frage an dich, was machst du hier gerade? Ich verschlauche hier gerade ein Bohrgetriebe. Und diese ganzen Schläuche, wofür sind die da? Die Schläuche sind dazu da, um die Spindeln ein- und ausfahren zu lassen. Und Friedhelm, meine Frage an dich wäre jetzt, was genau ist jetzt bei euch das Besondere daran? Ja, ich habe hier so ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Bohrspindel. Davon stecken ganz viele hier in diesem Bohrgetriebe drin. Das hier ist ein relativ großes Exemplar für eine Bohrmaschine für mittlere oder größere Anwendungen. Wir setzen durch die Bank immer die gleiche Technik ein. Die zeichnet sich dadurch aus, man sieht hier, ich drehe hier hinten, in der Mitte bewegt sich nichts, vorne bewegt sich wieder die Spindel. Diese gesamte Einheit fährt aus und ein. Das heißt, die Lagerung hat immer einen definierten Abstand zur Bohrlochmitte, hat einen relativ großen Durchmesser hier, das heißt, sehr steif, sehr präzise, sehr hohe Rundlaufgenauigkeit. Wir setzen genau die gleiche Technik von der kleinsten Maschine bis zur größten Maschine ein, die mehrere Millionen Takte pro Jahr bohrt. Also das heißt, mit einem Bohrgetriebe von HOMAG kann man viele Jahre perfekte Bohrlöcher bohren. Wirklich das Innenleben, um viele Jahre perfekte Möbel zu bauen. Das klingt super spannend. Ich würde sagen, wir lassen Olga jetzt mal in Ruhe weiterarbeiten und du zeigst mir noch mehr. Genau. Ja, dann. Nachdem die Bohrgetriebe fertig montiert sind, werden sie hier auf einem Teststand auf Herz und Nieren geprüft. Man sieht hier unten, die Bohrspindel werden alle der Reihe nach vorgelegt. Man sieht hier an den blinkenden Lichtern, wie die Ventile der Reihe nach aktiviert werden. Über Datenkabel wird das Ganze protokolliert und aufgezeichnet, sodass man wirklich einen 100% geprüften, funktionssicheren Bohrgetriebe nachher in der Montage auf die Maschine aufbauen kann. Cool! Das Erste, was wir gerade gesehen haben, war ja schon ganz beeindruckend, aber das ist jetzt ja mal wirklich ein riesen Stahlungetüm. Braucht man wirklich so viel Stahl für eine CNC? Ja, bei einer CNC kommt es tatsächlich auch ein bisschen auf Gewicht an. Nicht nur auf Gewicht, sondern wie man das Gewicht intelligent verbaut, spielt natürlich auch eine Rolle. Aber schlussendlich ist es schon so, darauf bewegt sich das Portal, das die Aggregate trägt, mit einer hohen Geschwindigkeit, mit hoher Beschleunigung. Wenn der Unterbau dort nicht passt, kann oben kein vernünftiges Ergebnis runterkommen. Wir bearbeiten hier auf eigenen Bearbeitungszentren alle genauigkeitsrelevanten Teile selber. Das heißt, das Maschinenbett, auf der anderen Seite kommt das Portal, der Oberträger für die Aggregate, wird alles, was für die Genauigkeit der Maschine nachher maßgebend ist, wird hier selber bei uns im Haus unter unserer eigenen Kontrolle gefertigt. Wenn man am Anfang keine Genauigkeit hat, kann am Ende kein gutes Produkt rauskommen. Deswegen müssen wir von Anfang an höchste Augenmerk auf eine präzise Fertigung legen. Das macht für mich Sinn. Ja. Anders geht es nicht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir noch mal weiter, oder? Genau. Friedhelm, hier sieht es jetzt ja irgendwie ganz anders aus. Was passiert hier? Ja, wir sind jetzt hier im Endmontagebereich, hier werden die Maschinen zusammengebaut. Wir haben hier zwei sogenannte Mixed Moving Lines, in denen die Maschinen von Grund auf zusammengebaut werden. Friedhelm, jetzt haben wir ja eben gesehen, wie dieses Teil verkabelt wurde. Was ist jetzt damit passiert? Ja, wir haben nicht nur dieses Teil jetzt drüben in der Bohrgetriebefertigung gesehen, auch diesen Grundträger.
wurde auf der zweiten Maschinenseite gefräst, was wir gerade drüben angeschaut haben. Beides wird jetzt zusammengebaut mit anderen Einheiten zusammen zu dem sogenannten Portal, auf dem die gesamten Bearbeitungseinheiten drauf sind. Hier wird alles von Grund auf aufgebaut, also hier sind die Führungsschienen dran, es werden die Führungswägen dran gebaut, der Aggregate Trägerschlitten, die Halterung für die Absaugung und die Schwester zum Bohrgetriebe ist dazugekommen, der Fünfachskopf. Dieser wird auch von uns selber gefertigt in einem Schwesterunternehmen. Der Firma Benz gehört auch zu unserem Firmenverbund mit dazu. Und das hier ist der Werkzeugwechsler. Die gesamte Einheit kann, wenn sie jetzt fertig ist, danach so genommen werden und wird auf die Grundmaschine aufgeschoben. Ähnlich wie wenn man bei einem Auto den Motor in das Fahrwerk schiebt. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, wir haben ja hier zwei Spindeln. Warum haben wir dafür zwei? Das sind, in der Fachsprache spricht man von zwei sogenannten Z-Achsen. Beide Aggregate können jetzt unabhängig voneinander servomotorisch bewegt werden. Das hat den Vorteil, die ganze Maschine wird dynamischer und die bewegten Massen werden geringer. Sonst muss ich immer alles miteinander rauf runter fahren. So kann ich beides unabhängig voneinander fahren. Man sieht auch schon, das hier ist etwas stärker dimensioniert wie das hier. Das heißt, der Fünfachskopf, bei dem nochmal größere Kräfte auftreten, der ist massiver und stabiler angeordnet wie zum Beispiel das Bohrgetriebe, wo überwiegend vertikale Kräfte auftreten. Jonas, vorher haben wir von Mixed Moving Line gesprochen. Jetzt sind wir angekommen. Da sind wir hier. Hier werden also auf einem sich bewegenden Boden die Maschinen von Anfang an vom Grundgestell aufgebaut, bis es am Ende eine fertige Maschine ist. Aber wie das jetzt funktioniert, dafür habe ich dir den Ingo mitgebracht. Er ist der Werksleiter hier und kann dir erklären, wie das Ganze aufgebaut ist und auch sonst noch ein paar Details zum Werk. Herzlich willkommen, Jonas. Hallo Ingo, danke, dass du da bist. Dann erklär doch mal, wie so eine Mixed Moving Line eigentlich im Detail funktioniert. Also die Mixed Moving Line unterscheidet sich von der Taktlinie relativ einfach. Mix sagt das Wort eigentlich schon. Wir bauen fünf verschiedene Maschinentypen auf dieser Linie. Das heißt, das ist nicht nur ein Maschinentyp, sondern fünf. Die Mitarbeiter sind crossfunktional hier drauf qualifiziert worden, fast ein Jahr lang, um fünf verschiedene Maschinen zu bauen. Wenn ich das so höre, warum ist das so wichtig, so viele verschiedene Maschinen hier zu bauen? Das liegt so ein bisschen an dem Kundenmarkt. Unsere Kunden werden flexibler. Es liegt an Lieferzeiten, die wir auch deutlich nach unten setzen müssen. Die Kunden haben die Auftragsbücher voll. Und wenn dann ein Kunde eine Maschine bestellt, dann geht er in den Konfigurator rein. Es ist sehr individuell, es ist kaum eine Maschine gleich. Und da ist es ganz wichtig, dass wir fünf verschiedene Modelle fahren können und in der Konfiguration schon wissen, okay, die Maschine sieht jetzt so und so aus und hat die und die Inhalte. Und was mich jetzt interessieren würde, wenn wir das hier alles so sehen, wie viele Maschinen baut ihr hier im Jahr ungefähr? Also im Werk bauen wir zwischen 750 und 1000 Maschinen. Auf der Mixed Model Line sind es ca. 300. Das klingt super spannend. Danke dir dafür, Ingo. Gerne. Friedhelm, eine Sache sehe ich jetzt hier aber sofort. Das ist doch keine CNC für einen kleinen Tischler wie mich, oder? Ja, absolut richtig. Und man kann sogar sagen, nicht mal nur kleine Tischler, sondern das findet man schon mittelgroße bis sehr große Unternehmen. Die Maschine zeichnet sich dadurch aus, diese Bohrblöcke sind alle so aufgebaut, dass jede dieser Spindeln einzeln abgerufen werden kann. Das heißt, ich kann in relativ kurzer Zeit jedes beliebige Bohrbild fahren und zur Not auch innerhalb eines Bauteils die Bohrgetriebe noch einmal umpositionieren und nochmal ein neues Loch bohren. Das ist schon super spannend, aber wenn ich jetzt hier so genau durchgucke und ich glaube, du hast es vorhin auch gesagt, das sieht doch genauso aus wie das Bohraggregat für unsere kleine Tischler-CNC, oder? Ja, danke für den Tipp und für den Hinweis. Das, was wir am Anfang besprochen haben, sehen wir jetzt nochmal live in der Praxis. Das ist diese typische Maschinenklasse, wo wir davon sagen, da werden mehr als 1 Million Bohrtakte pro Jahr gemacht. Das Innenleben, die Technik, wie das gefertigt wird, genau gleich von der kleinsten Maschine bis zur größten Maschine. Das heißt, eine sehr bewährte Technik, die viele, viele Jahre sehr, sehr sauber funktioniert. So, Friedhelm, wir sind bei der Endkontrolle angekommen und für mich sieht unsere CNC doch schon sehr fertig aus. Was passiert jetzt hier noch? Ja, sie ist auch fertig. Der nächste Schritt danach ist nämlich das Verpacken. Wie es die Endkontrolle sagt, bei uns hier intern spricht man von End-of-Line-Prüfung.
Die roten Schilder hier dran noch deuten darauf hin, gestern Abend ist die Maschine in Testbetrieb gesetzt worden, ist die ganze Nacht durchgelaufen, das wird protokolliert, daran wird geprüft, sind alle funktionalen Abläufe sauber, läuft die Maschine fehler- und störungsfrei. Andreas führt jetzt gerade die finale Kontrolle durch, da gehören technische Merkmale dazu, die er an der Maschine kontrolliert, ob wirklich alles sauber ausgeführt ist und auch so kleine optische Details, wie hier dieser kleine rote Klebepunkt, der darauf hindeutet, dass hier im Lack ein kleiner Kratzer ist, der noch ausgebessert werden muss. Und es wird auf jeden Fall auch noch werden Musterwerkstücke gefahren. Anhand dieser Werkstücke, was jetzt hier so ominös aussieht mit irgendwelchen wilden Fräsungen, hier gibt es noch Teile mit Bohrungen, wird geprüft, funktioniert die Maschine sauber. Das heißt, ist der Kreis auch wirklich kreisrund, der hier gefräst wird, sind diese Ecken, die jetzt versetzt in der Platte liegen, auch wirklich rechtwinklig, sitzen die Bohrungen in der Mitte, sodass wir davon ausgehen können, egal ob das Brett links oder rechts, vorne oder hinten liegt, es hat immer die gleiche perfekte Präzision, die wir von so einer Maschine erwarten. Das heißt, wenn das Brett passt, passt auch die Maschine? Genau so sollte es sein. Ich bin jetzt hier in der Entwicklungsabteilung angekommen und bei mir ist Werner. Und Werner, meine erste Frage an dich wäre, was genau war für dich bei der Entwicklung der P210 wichtig und ausschlaggebend? Also wichtig war, dass wir von vornherein eine sehr funktionierende Maschine in den Markt bringen. Wir nutzen dazu Simulationstechnik zwischenzeitlich. Früher hat man halt Maschinen entwickelt und dann sehr mühselig sie bei Kunden in Betrieb genommen. Mhm. Heute werden die Maschinen, bevor sie überhaupt existieren, schon digitalisiert. Wir können in Echtzeit die Maschine fahren und auch wenn man hier mal was kaputt macht, muss nicht sofort ein Schlosser ran, sage ich mal. Also das ist ein sehr gutes Mittel hier für unsere Entwicklungsabteilung. Und das hat uns dabei sehr geholfen bei der Entwicklung dieser Maschine. Das klingt ja schon sehr visuell und sehr zukunftsträchtig, sage ich mal. Was mich da noch interessiert ist, wo geht denn für uns Tischler die Reise hin? Was passiert noch in der CNC-Technik? Also ich glaube, es passiert noch eine Menge. Es wird immer wichtiger, dass man mit den Maschinen besser arbeiten kann, dass das Handling der Maschinen einfacher wird. Dass sich Maschinen unterhalten können, dass wir sagen können, wir übergeben Informationen zwischen Maschinen. Also gerade im Handwerk ist es wichtig, halt auch digital zu arbeiten und noch wichtiger als in der Industrie. Und das ist auch relativ einfach geworden. Wir haben heute iPads, mit denen man Maschinen verbinden kann. Der Handwerker hat seine Maschinen im Griff. Mhm. Es soll einfacher werden für den Handwerker. Das ist eigentlich so das Ziel auch jetzt der neuen Entwicklung, die wir hier treiben. Das klingt für mich super sinnvoll. Danke dir, Werner. Ich muss sagen, ich muss jetzt mal Friedhelm suchen, denn wir wollten uns ja eigentlich unsere komplett fertige CNC nochmal angucken. So, Friedhelm, in der Produktion hast du mich schon ziemlich geflasht. Jetzt steht ja hier die fertige Maschine vor uns. Kannst du mir noch einmal erklären, was genau die Vorteile sind? Ja, hier steht sie, die fertige Sintatec P210. Eine klassische Maschine für kleine, mittlere Handwerksbetriebe, um universell alle möglichen Teile zu bearbeiten, egal ob Plattenwerkstoffe, Massivholz. Zur typischen Konfiguration gehört mit dazu eine 5-Achs-Spindel, Werkzeugwechseleinrichtungen hinten an der Maschine und seitlich an der Maschine, ein Bohrgetriebe, das wir vorher schon im Aufbau gesehen haben und zum Beispiel noch Zusatzeinrichtungen, in diesem Fall hier ein Messtaster, mit dem man Werkstücke im Vorderbearbeiten nur noch einmal vermessen kann, um etwaige Toleranzen gegenverrechnen zu können. Die Maschine gibt es in drei unterschiedlichen Längen, 3,10 Meter, hier die typische Länge 4,20 Meter bis auf 6 Meter und man hat schon gesehen, links wird bearbeitet, ich könnte jetzt rechts schon vorbereitet das nächste Werkstück starten, kann also die Maschine lückenlos füllen, sodass sie permanent arbeitet, also belegen und arbeiten voneinander entkoppelt ist. Das klingt ja schon super gut. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern, haben wir ja dieses super massive Stahlbett gesehen. Kannst du uns einfach noch mal einmal erklären, warum wir das für diese Maschine brauchen? Wir sehen hier den Oberbau der Maschine, das Portal mit den Aggregateträgern, die Umhausung. Es ist eine relativ große Masse, die dann schlussendlich mitfährt und die braucht einen sinnvollen Unterbau. Ist der nicht vorhanden, neigt die Maschine zu Vibrationen, zu Ungenauigkeiten und die würde man sofort am Werkstück sehen, bis hin zu, dass die Werkzeugstandzeiten relativ schnell nach unten gehen und das Werkstück Schatten, Ausbrüche und so weiter bekommt. Also ein solider Unterbau ist Grundvoraussetzung für präzise Werkstücke und für eine gute Oberflächenqualität und für lange Freude an den Werkzeugen. Das leuchtet mir auf jeden Fall schon ein.
Eine Sache möchte ich mir auf jeden Fall noch angucken und das ist die Bedienung. Das machen wir gerne, weil das ist wirklich eine feine Geschichte. Ja, Jonas, wir schauen uns noch die Bedienung der Maschine an, wie ich ein Programm auf die Maschine belege, mir die richtigen Spannmittel auswähle und es dann aktiviere. Eine ganz einfache Geschichte, ich wähle es aus, per Drag und Drop lege ich es auf den Platz, auf den ich es bearbeiten möchte. Die dazu erforderlichen Spannmittel werden mir automatisiert generiert und auf dieser Basis werden dann auch diese blauen LED-Anzeigen für die Konsolen und für die Spannmittel an der Maschine aktiviert. Wenn es mir jetzt so in dieser Richtung nicht gefällt und ich das Teil lieber 90 Grad gedreht auf die Maschine legen wollte, kein Problem. Das kann ich hier direkt noch tun, muss nichts Besonderes machen. Ändere die Orientierung, lass mir das Ding nochmal übernehmen. Man sieht hier, die eine Konsole wurde dann am Rechner schon auf die Seite geparkt und die Spannmittel in der anderen Orientierung ausgerichtet. Also ganz einfach durch jedermann zu bedienen. Das ist wirklich super einfach und eine Frage habe ich mir die ganze Zeit schon gestellt. Irgendwas ist doch hier ganz anders als bei allen CNCs, die ich kenne. Und jetzt ist mir aufgefallen, es gibt überhaupt keinen Sicherheitszaun und keinen Sicherheitsbereich. Ja, die Maschine ist natürlich trotzdem sicher. Die Sicherheit wird gewährleistet durch zum einen diesen sogenannten Bumper, ein Kissen mit Sensoren drin, die bei Berührung die Maschine automatisch stoppen. Das ist aber nicht alles. Wir haben solche Taschen, mit der kann ich die Maschine freifahren, also auf die andere Seite bewegen, wenn ich auf der linken Seite belegen will. Und zusätzlich ist unten nochmal ein Scanner drin, der rechtzeitig, bevor es überhaupt zu der Bumperberührung kommt, die Maschine zum Stillstand bringt. Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal aus. Ich fahre die Maschine auf die Seite und stelle mich davor. Das hat super schnell gestoppt. Also so sollte es sein. Auf jeden Fall, also sozusagen doppelte Sicherheit. Friedhelm, ich muss sagen, tausend Dank nochmal, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast, mir diesen ganzen Aufbau dieser CNC einmal erklärt hast. Vielen lieben Dank dafür und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gerne. Wer so perfekte Gärung ohne Stress sägen will, der braucht eine CNC. Aber eine CNC ist nicht immer nur Plattenmaterial. Deswegen schaut euch das hier mal an. Ein richtig schön angerundeter Handlauf. Sowas ist von Hand eigentlich kaum zu bewältigen. Mit der CNC gar kein Problem. Ich habe heute super viel darüber gelernt, wie so eine CNC eigentlich hergestellt wird. Und wenn ihr jetzt auch eine Lieblingsmaschine habt, wo ihr sagt, wie wird sowas eigentlich produziert? Schreibt das gerne einmal unten in die Kommentare. Vielleicht schauen wir uns ja genau so eine Maschine in der Herstellung bald mal an. Ich fahre jetzt nach Hause, aber vorher solltet ihr einmal den Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr beim nächsten Video direkt wieder benachrichtigt werdet. Ja, und ich hau jetzt ab. Ciao!